Also, wir müssen uns jetzt das Video von KuchenTV schon like, weil ich weiß, dass es sicher gut wird. Und Luke Mockridge wird wieder gecancelt. Okay, ich würde sagen, let's go. Jo, Freunde der Vorwürfe. Ich habe ja bereits vor 4 Monaten hier ein Video zur ganzen Sache mit Luke Mockridge hochgeladen. Let's go. Und jetzt wurde er tatsächlich schon wieder gecancelt. Aber kurz mal für die Leute, die nicht wissen, was damals passiert ist. Vor hab ich nicht einem mitbekommen. Jahr hat seine Ex-Freundin in einem Podcast über eine Beziehung geredet, die wirklich sehr toxisch gewesen ist. Zwar hat sie den Namen Luke Mockridge nicht benutzt, allerdings wusste halt jeder, wer gemeint ist. Ja. Und da hat sie auch von einer versuchten Vergewaltigung geredet. Und zwar wollte Luke Mockridge wohl so ein bisschen Haha-Hihi machen, aber sie wollte das nicht. Dann hat er sie gekitzelt, aufs Bett geworfen, ihr den Slip ausgezogen, an ihr rumgespielt und dann aber doch gesagt, ach naja, ich wollte dich vergewaltigen, aber ich hab's doch gelassen. Also so ungefähr, jetzt nicht im Wortlaut. What the fuck? Ob er das jetzt natürlich tatsächlich getan hat oder nicht, können wir halt nicht wissen, denn es steht halt einfach Aussage gegen Aussage. Damals wurde Luke Mockridge dann, wie gesagt, halt für 2 Tage so ein bisschen gehatet von dieser Femme-Extrem-Bubble. Das Ganze ist natürlich dann halt wieder runtergegangen. Jetzt allerdings hat Luke Mockridge ebenfalls ein Statement dazu hochgeladen und es war eigentlich klar, dass egal was er sagt, solange er es nicht zugibt, wird er wieder gehatet und genau das ist passiert. Und in diesem Video gucken wir uns einfach mal die dümmsten Kommentare an, die mal wieder Konsequenzen für Luke fordern. Tatsächlich. Oh, ich freue mich schon so, weil Twitter-Kommentare, ich sag mal so, die sind anders wild. Möchte ich aber vorher 1-2 Sachen aus dem Statement von Luke rausnehmen und zwar ist mir da auch eine Sache aufgefallen. Unter Was anderem denn? Das hier. Nächte davor, wir hatten einen Urlaub danach, wir waren im Disneyland und haben irgendwie verliebt mit Mickey Mouse und Bilder gemacht. Nur weil ihr danach noch ins Disneyland gefahren seid und irgendwie Spaß hattet und eine lustige Zeit, heißt das nicht, dass es in der Beziehung keine Gewalt gegeben hat. Viele Personen bleiben dennoch bei ihrem Partner, auch wenn die Beziehung zum Beispiel durch Gewalt gekennzeichnet ist, weil man halt quasi einfach blind vor Liebe ist und das Ganze halt nicht wahrhaben möchte. Das Ganze zu sagen, naja, wir hatten ja auch eine schöne Zeit danach noch, ist halt wie gesagt einfach kein Punkt. Auch finde ich es ehrlich gesagt ein bisschen komisch, dass er halt genau weiß, um welchen Tag er sich handelt. Also scheint ja schon so, als wenn da irgendwas Besonderes gewesen wäre, wenn Luke genau weiß, was sie gemeint hat. Das ist okay, das ist schon ein bisschen suspicious jetzt. Das ist natürlich aber ebenfalls halt auch kein Beweis dafür, dass er irgendwas gemacht hat. Bisschen lauter? Die femme-extreme Cancel Culture allerdings, ja, die hat natürlich direkt wieder den Schuldigen gefunden. Es ist oh, Digga, ich freue mich schon so auf diese Kommentare. Luke. Und die letzte Aussage, die ich gefunden habe, war das hier. Warum sollte sie sowas erfinden? Warum? Was hat sie davon, für immer als potenzielles Vergewaltigungsopfer von Luke bekannt zu sein? Ist das etwas, für das man bekannt sein will? Sie hat eine starke Karriere. Sie hat Fame. Sie hat nichts davon, das Ganze zu erfinden. Es gibt keinen Grund für sie zu lügen. Solidarität mit Opfern, nicht mit Tätern und deren gescheiterten Ruf. Ach so, du weißt also, dass Luke der Täter ist. Okay, ja, das ist auf jeden Fall sehr gut zu wissen. Aber stimmt, warum sollte sie lügen? Warum sollten Menschen überhaupt lügen? Vor allem in toxischen Beziehungen, wo es sowieso dauernd Streit gegeben hat, wo man dann vielleicht nicht mal im Guten auseinandergegangen ist, es noch Beef gab und man dem anderen vielleicht schaden möchte. Nee, Digga, das ist bestimmt kein Grund zu lügen. Die Tagesschau zum Beispiel hat selber einen Artikel darüber geschrieben, wie viele Vergewaltigungsvorwürfe... Huch, euch hat angerufen, warte mal kurz. Warum hast du den Mund vorgehalten? Es gibt Leute, die halt Lippen lesen können und das muss nicht sein, Digga. Vorwürfe es gegeben hat und wie oft die Vorwürfe sich dann quasi umgedreht haben und wo dann wegen Vortäuschen einer Straftat ermittelt worden Hab's ist. Doch gelesen. Bei ungefähr 8% der Fälle gab es wahrscheinlich nicht nur keine Vergewaltigung, sondern die Polizei ist aufgrund der Indizien sogar davon ausgegangen, dass die Person diese Straftat vorgetäuscht hat. 8% ist halt schon relativ viel. Erklär mir doch mal, dass Menschen bei sowas nicht lügen. Klasse Argument auf jeden Fall. Dann noch das hier. Dieses Statement macht mich eigentlich nur noch sicherer, dass du Dreck am Stecken hast. Gaslighting und Victim Blaming at its finest. Das Statement besteht im Prinzip aus ich war's nicht, ich war's nicht, ich war's nicht. Die Staatsanwaltschaft sieht keinen Tatverdacht, deshalb war ich es nicht. Alle waren so böse, böse zu mir. Habt mit mir Mitleid. Feministische Kampfbegriffe benutzen, um sich jeglicher Diskussion zu entziehen? Check. Aber dann erzähl mir doch mal, was hätte Luke deiner Meinung nach in dem Statement erzählen sollen, damit du so einen Kommentar nicht geschrieben hättest? Nur mal für den unwahrscheinlichen Fall, dass er es wirklich nicht gewesen ist. Was hätte er bitte sagen sollen? Ich meine jetzt mal ernsthaft. Für die Bubble steht doch eine Sache fest. Ja, so wie ich das sehe, gibt's 3 Möglichkeiten. Erstens, du warst es. Zweitens, du warst es. Und drittens, du warst es. Es ist vollkommen egal, was er erzählt. Es ist vollkommen egal. Solange er keine Video- oder Tonaufnahme zeigen kann, die ganz klar belegt, dass er es wirklich nicht gewesen ist.
ist er schuldig. Er hätte sonst was sagen können. Es wäre vollkommen egal gewesen. Solange er es nicht zugibt, auch egal, ob er das überhaupt gemacht hat oder nicht, ist er schuldig, er ist der Täter und er muss auf jeden Fall gecancelt werden. Das sehen die Leute wirklich so. Wo ich mir das jetzt gerade nochmal so gesagt habe, merke ich erst auch, wie dumm das eigentlich ist. Ja. Also noch dümmer als sowieso schon. Genau die gleichen Leute haben sich ja auch gefragt, warum er sich halt nicht mal dazu äußert in der Öffentlichkeit. Naja, genau wegen dieser Bubble, wegen euch, weil es klar war, egal was er erzählt, dass er trotzdem der Täter ist und dafür wieder angegriffen wird. Kommen wir mal zum nächsten Kommentar. Wie verdreht. Luke stellt sich hier als Opfer der Situation dar. Kein einziges Wort des Mitgefühls, kein Eingeständnis und so viele Glauben ihm. Wieso fällt es den meisten leichter, Gott, dem Mann, Digga, dem Täter zu glauben und Mitgefühl für ihn zu haben? Wieso kein Mitgefühl für das wirkliche Opfer in dieser Situation? Digga, was ist denn mit der Cancel Culture eigentlich los? Ich frage mich da schon die ganze Zeit. Auf Twitter ist das ja ganz extrem. Ich glaube, das einzige Opfer hier bist du. Also ich verstehe es nicht. Woher willst du denn bitte wissen, dass Luke auf jeden Fall der Täter ist? Warst du dabei? Gab es Karten für den Abend? Warum habe ich dann keine... Ja, sie war dabei. Sie ist ein Spezialagent von der CIA und sie hat sich immer im Hintergrund so angeschlichen und Luke Mockridge beobachtet. Bekommen. Du kannst überhaupt nicht sagen, wer in dieser Situation Täter und Opfer ist, weil alles, was du hast, sind zwei Aussagen von zwei Personen, die das Gegenteil behaupten. Es ist halt auch so eine unfassbare Doppelmoral, denn genau den gleichen Kommentar könnte ich 1:1 genauso unter dem Podcast von seiner Ex-Freundin schreiben. Und er hätte genau den gleichen Sinn. Ich müsste halt nur Mann und Frau tauschen. Fatma, eine Redakteurin von der Taz. Natürlich von der Taz, hat das Ganze ebenfalls auf Twitter gepostet und hat dazu sogar noch einen Beitrag auf der Taz dazu geschrieben, wo sie das Statement so ein bisschen auseinander... Ich hab noch nie von Taz gehört, Digga. ...genommen hat, quasi in dem Sinne, ja, der sagt halt immer genau das Gleiche, das sind alles überhaupt keine Punkte, das ist überhaupt kein Beleg dafür, dass er unschuldig ist. An dich wirklich mal eine Frage. Für den super, wirklich unwahrscheinlichen Fall, dass Luke Mockridge unschuldig ist, rein hypothetisch, ich weiß, das kann man sich gar nicht vorstellen, dass das so ist. Schreib mir doch mal bitte in die Kommentare, wie hätte sein Statement aussehen sollen? Was hätte er schreiben sollen, wenn er es wirklich nicht gewesen ist? Wie gesagt, es ist vollkommen egal, was er sagt. Solange er es nicht zugibt, wird alles einfach nur fertig gemacht. Es sind alles keine Argumente von ihm und es belegt ja nicht, dass er kein Täter ist. Lustigerweise kann die Frau einfach irgendwas behaupten und er ist der Täter. Also auf jeden Fall auch wieder Fairness at his finest. Das Lustige ist ja auch, dass diese Leute sagen, dass das Statement von Luke mega manipulativ gewesen ist. Aber die Leute auf Twitter sind halt mal wieder kein Stück besser. Auch das hier ist halt einfach mega manipulativ. Weil Dinge bei Luke einfach viel weniger schlimm dargestellt werden, während bei ihr einfach alles das Schlimmste ist, was überhaupt passieren konnte. Erstmal steht lustigerweise bei ihr traumatisiert. Während Luke in seinem Statement selber gesagt hat, dass er sich jetzt professionelle Hilfe geholt hat, weil ihm das Ganze wirklich super nahe gegangen ist und er damit immer noch zu kämpfen hat. Sie hat jetzt, soweit ich weiß, sowas nicht gepostet. Sieht auch öffentlich nicht so aus, als ob sie da großartig mit zu kämpfen hat. Allerdings kenne ich jetzt auch nicht jede Aussage von ihr. Aber im besten Fall müsste das bei beiden stehen, wenn nicht sogar nur bei Luke. Das wird aber komischerweise bei ihm einfach weggelassen. Auch das rachsüchtige Lügnerin und das gehasst, dumm gemacht und getriggert in einer anderen Reihenfolge. Seht ihr denn noch weniger, Digga? Scheiß drauf. Wisst ihr das? Wir machen es einfach. Wir machen es einfach dahin und so, fertig. Ist halt eigentlich genau das Gleiche. Denn wenn du gehasst wirst, dann wirst du ja quasi auch als rachsüchtige Lügnerin hingestellt. Also der Punkt ist halt einfach nur gedoppelt, damit man einfach mehr negative Schlagworte für Ines dahin schreiben konnte. Allerdings darf man hierbei doch nicht vergessen, dass Luke jetzt halt schon zum zweiten Mal so einen Shitstorm abbekommt. Ich habe jetzt einfach mal unter die Kommentare von Ines bei ihrer Instagram-Seite geschaut und habe da, um ehrlich zu sein, nicht einen einzigen negativen Kommentar gefunden. Ja, es kann sein, dass da halt alles Mögliche gelöscht wird, keine Ahnung, aber auch auf Twitter und Co. finde ich eigentlich keine negativen Kommentare zu Ines, sondern eigentlich nur welche über Luke Mockridge. Natürlich wird sie auch ein paar Nachrichten oder Kommentare abbekommen haben, die nicht so schön sind. Das ist halt ganz klar, es ist halt das Internet. Aber ich würde sagen, so aufs Gesamte gesehen hat Luke deutlich mehr Hass abbekommen. Also das getriggert, stumm geschaltet und gehasst fehlt bei Luke. Genauso wie das Wort angeblicher Vergewaltiger, denn das ist ja genau das, was ihr ihm vorwirft. Komisch, dass das bei deiner Auflistung irgendwie da gar nicht drin vorkommt. Auch das Podcast beendet bei Ines ist halt einfach nachweislich falsch. Der Besser als Sex-Podcast von ihr wurde tatsächlich eingestellt. Allerdings habe ich jetzt keinen Beleg dafür gefunden, dass das wegen der Luke-Sache eingestellt worden ist. Dazu hat sie auch immer noch einen aktiven Podcast mit Vis-a-vis, wo es um Crimes geht. Der wird auch immer noch aktiv geführt und sie hatte sogar dieses Jahr einen Spotify-Exclusive-Spotcast. Spotcast, Digga.
Podcast, verdammt. Ich habe auch solche Momente, wo ich einfach über Top Alter spreche. Das ist einfach immer wie zu geil. Geil. Dazu hatte sie einen Spotify-Exclusive-Podcast, und zwar MeTime, der jetzt zwar ebenfalls nicht mehr läuft, aber auch das scheint... Aber das ist eigentlich ein gutes Wort. Spotify soll einfach ihre Spotify-Originals-Podcasts einfach Spotcasts nennen. Einfach wow. Mega Brain 10.000 Move. Scheint jetzt nichts mit der Luke Mockridge Sache zu tun zu haben. In den Tweet werden also... Das ist halt wirklich nicht so scheiße ein Spotcast. Absichtlich Dinge verdreht, Luke Mockridge wird viel besser hingestellt, als er momentan dasteht, während Ines viel schlechter hingestellt wird, als sie halt gerade dasteht. Und es werden sogar extra Sachen weggelassen oder gelogen, um das Ganze noch negativer hinzustellen. Ihr habt recht, Luke Mockridge ist mega manipulativ. Wir fordern Konsequenzen für Luke. Ein weißer Mann darf nicht von den Privilegien eines Rechtsstaates profitieren. Haltung zeigen, statt perfiden Fakten zu vertrauen. Warte mal, was? Wir fordern Konsequenzen für Luke. Ein weißer Mann darf nicht von den Privilegien eines Rechtsstaates profitieren. Haltung zeigt, statt perfiden Fakten zu vertrauen. Ein weißer Mann darf nicht von den Privilegien eines Rechtsstaates profitieren. Und der Name ist einfach zusammen gegen Intoleranz. Also zusammen gegen Intoleranz? Aber dann schreiben sie, dass Weiße nicht von den Privilegien profitieren dürfen. Also wenn Luke jetzt schwarz wäre, wäre es okay, oder was? Also ich weiß nicht, ob die Seite trollt, keine Ahnung, sieht tatsächlich sehr real aus. Aber Leute aufgrund der Hautfarbe anders zu behandeln, klingt für mich jetzt nicht gerade nach Toleranz, um ehrlich zu sein. Ich heule. Natürlich wieder mit am Start ist auch Jorinde Wiese. Die hat übrigens auch gerade diese Auflistung mit Luke und Ines da geteilt. Was uns der Name zusammen gegen Intoleranz. Dann weiße Männer dürfen nicht von den Privilegien eines Rechtsstaates profitieren. Oh Digga, was geht in dieser Welt nur ab? Natürlich auch nicht wundert. Die schreibt dazu folgendes. Hashtag Konsequenzen für Luke. Es gibt zwei Seiten. Entweder unterstützt ihr Survivor oder ihr schützt Täter. Wir denken uns das nicht aus. Es gibt keinen Grund dafür. Also erstmal die Unterteilung zwischen Täter und Survivor schon mal sehr weird. Weil sie Survivor? Geht ja auch, wie gesagt, davon aus, dass Luke auch auf jeden Fall der Täter ist. Lustiger finde ich allerdings auch hier wieder die Tatsache, dass sie auch sagt, ja, wir denken uns das nicht aus. Es gibt aber viele Berichte darüber, dass es schon mal Verfahren gab, wo herausgekommen ist, dass sich tatsächlich Vergewaltigungen ausgedacht worden sind. Ich verstehe auch nicht, warum sie schreibt, wir denken uns das nicht aus. Wer sind Jorinde, wir, vielleicht Digga? Wünschst du dir, mit Luke Sex zu haben, aber wahrscheinlich ist es noch nicht dazu gekommen. Du hast nichts damit zu tun, du warst nicht dabei. Wir ist da einfach falsch, weil wenn, müsstest du schreiben, dass Ines sich das nicht ausdenkt, denn sie ist die Einzige, die dazu irgendwas sagen kann. Jo. Das Geile ist halt auch, dass Leute sie ganz sachlich kritisiert haben und, genauso wie ich damals nach meinem ersten Video, wird man von ihr halt blockiert, denn... Was sagt das über eine Aktivistin aus, bei Gegenwind blockieren und weiter an der schwächsten Ideologie festhalten? Alle Feen sind im Wind und einfach in ihrer eigenen kleinen Welt. Jorinde Wiese hat dich blockiert. Einer Jorinde Wiese geht es nicht darum, wirklich einfach sachlich eine Argumentation zu führen, sondern sie möchte einfach Hass verbreiten. Sie möchte einfach sich auf Leute draufstürzen, sie canceln, sie fertig machen. Das ist ihre Lebensaufgabe. Das zeigt sie halt auch des Öfteren, zum Beispiel auch bei Udo, der immer wieder Probleme mit ihr hat und der jetzt zumindest gepostet hat, dass er sie auch anzeigt. Denn genau das hat die für ihre Postings langsam echt mal verdient. Der letzte Kommentar ist folgender. Kleines Gedankenexperiment für dich. Stell dir vor, du hast eine Tochter, der sexuelle Gewalt widerfährt. Sagst du dann auch, beweis mal erst? Und wie soll sie es dir beweisen? Warum denkst du, sie würde etwas davon haben, so etwas zu sagen? Hat sich gereimt, finde ich nice. Also erstmal hoffe ich natürlich, dass ich ein so gutes Verhältnis zu meiner Tochter habe, dass sie mir auf jeden Fall die Wahrheit erzählt. Und ja, natürlich würde ich ihr glauben, denn in dem Punkt bin ich natürlich nicht objektiv, weil ich natürlich zu meiner Familie stehen würde. Allerdings darf man auch nicht vergessen, dass ich als Vater wahrscheinlich auch viele Hintergrundinfos habe, die du zum Beispiel nicht hast. Wahrscheinlich würde ich Luke privat kennen und ich... Vor allem, was sollte man davon haben, sowas zu lügen? Wenn man zum Beispiel, also es gibt ganz viele Punkte, zum Beispiel jetzt ein Punkt ist, wenn man einer Person einfach schaden will und dann sagt, hey, die hat mich sexuell belästigt oder vergewaltigt, wie kaputt ist dann bitte das öffentliche Image von der Person? Also das kann so schaden, ich schwör's euch. Ich hätte auch viele Hintergrundinfos zu ihrer Beziehung. Es gab ja auch mal, ich weiß jetzt nicht mehr die genauen Details, aber es gab ja mal einen Vorfall, wo einem behauptet hat, dass ein Moderator von einer Fernsehshow sie sexuell belästigt hat. Und es wurde dann auch vor Gericht gesagt, yo, der hat sie nicht sexuell belästigt. Also er ist freigesprochen worden, aber er hat nie wieder einen Job im Fernsehen bekommen.
So, das hat ihn einfach komplett gefickt. Das wäre zum Beispiel ein Grund, wenn man eigentlich einfach nur eine Person downbringen will. Aus dem Grund, den sie da gerade nennt, ist es übrigens nicht erlaubt, dass der Richter mit den Tätern oder Opfern irgendein Familienverhältnis oder sowas hat, True. Weil er da halt einfach kein objektives Urteil fällen kann, sondern natürlich ganz subjektiv eher hinter seiner Familie stehen würde. True. Die Frage könnte man, by the way, auch wieder umdrehen, weil die Frage ebenfalls einfach vor Doppelmoral trieft. Was wäre denn, erklär mir das mal bitte, wenn du einen Sohn hättest und dem würde vorgeworfen werden, dass er eine Frau vergewaltigt hat, würdest du dann halt auch sagen, ja, beweis mal, dass du es nicht gewesen bist, warum sollte sie denn lügen? Sie hat doch gar keinen Grund dazu, du kleiner Vergewaltiger. Also wenn du das so machst, dann Props, bitte bekomm Sohn. Der hat super viel Spaß mit dir, glaube ich. Fakt ist, wir als außenstehende Person können uns einfach kein Urteil bilden. Wir wissen nicht, was in dieser Nacht passiert ist. Alles, was wir haben, sind zwei Aussagen, die das Gegenteil behaupten. Und so Dinge zu sagen wie, naja, aber warum sollte sie denn lügen, hat halt überhaupt, es ist gar kein Argument. Es ist halt so dumm und es ist belegt, dass es schon Leute gab, die bei diesem Punkt gelogen haben. Natürlich und muss es wenige, deswegen nicht getan viele. Haben, aber es ist halt kein Punkt zu sagen, naja, die wird ja wohl nicht lügen, oder? Die Argumente die und Aussagen, ja wohl nicht die lügen, die sind halt einfach saugefährlich und dumm. Es ist wirklich, ich verstehe es nicht, warum es Menschen gibt, die so eine Meinung haben und davon ausgehen, dass sie richtig ist. Was sagt ihr dazu? Schreibt es gerne in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Okay, thanks, bye. Ja, ein cooles Video. Ich mag KuchenTV sehr gerne. Ich finde, er recherchiert gut, er kann es gut rüberbringen. Er ist auch unterhaltsam. Ich mag KuchenTV sehr gerne.